Huse Leute, willkommen bei einem neuen Part von Illusion of Time. Wir verlieren keine Zeit, weil ich möchte jetzt eigentlich schon bald den Part beenden, den Hamu beenden und die Vampire endlich mal zeigen, wo die Hake hängt. Und was haben wir hier Feines? Okay. Hier sind wir. Sehr schön. Ich könnte mich eigentlich kurz heilen, obwohl ich bin schon voll. Cool, seitdem ich einen Slider habe, bin ich nicht verwundet worden. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Okay, hier könnte ich hoch. Ich glaube, ich muss hier auch hoch. Ja, es ist alles so verwirrend. Ah, nein, du bist Viech. Wo bist du? Zeig dich. Ja, dich erwische ich auch noch von der Flöte. Das aber jetzt nicht mehr. Du kannst auch mal zu mir kommen. An Stellen, wo... Ah, da geht's doch. Slide rein. Danke. So. Ich frage mich, warum... Warum dieser Bereich da ist. Ist für mich gerade nicht so ganz... schlüssig, warum der da ist. Also diese Insel, die da hochgebaut wurde. Ah, wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, in diesem Bereich waren wir noch gar nicht, oder? Weil hier sind überall noch Gegner. Auch auf der obersten Ebene. Oh, nicht gut. Oh nein, Slide rein, Slide rein. Okay, Slide rein. Na, von daneben. Okay, es war gut. Triff wieder beide. Und, gut, dass ich noch gekillt habe, bevor er hochkam. So, Leben. Sehr schön. Die Energie hat sich erhöht. Und, was gibt's hier Feines? Rama-Statue gefunden. Okay, die erste Rama-Statue. Und das heißt, wir nähern uns langsam den nervigsten Boss des Spiels, nämlich den Vampiren. Ja, die Vampire. Wie ich sie hasse. Okay, hier ist auch alles dicht. Ja, hier ist alles dicht. Gut, dann... Ja, ne, dann war's das hier. Cool. Sehr schön. Ah, das war der allererste Raum, fällt mir gerade so auf. Gut, dann hier wieder zurücksliden. Und... genau. Jetzt hier rechts. Entlang gehen. Okay. Und dann hier oben entlang. Ja, man geht jetzt viele Wege. Und immer weiter. Und ja, Level-Design ist halt nicht so super prickelnd, weil man viel latschen muss. Das hätte man sich ein bisschen besser machen können. Okay, sliden beide rein. Gut. Und... Nochmal. Okay, jetzt habe ich schon was bekommen. Rama-Statue gefunden. Das waren beide Rama-Statuen. Und das heißt, ja, dass wir diesen Level eigentlich schon beendet haben. Ah, nein, die leben ja noch. Okay, der ist tot. Wenn ich die jetzt besiege, müsste ich ja eigentlich... Jawohl, das habe ich gefordert. Deine Stärke hat sich erhöht. So, im Grunde war es das ja jetzt eigentlich. Ich schicke nochmal kurz... nach, auch wie ich auch alle Juwelen habe. Tatsächlich gab es hier auch nur ein Juwel. Tatsächlich. Gut. Dann weiß ich jetzt gar nicht, ob ich eigentlich... Ich habe eigentlich nicht vor, als Will gegen die Vampire zu kämpfen. Weil... Oh, da vielleicht doch wegen dem Sliden vielleicht. Dem Sliden hätte ich deutlich einen Vorteil. Wisst ihr was? Ich probiere es einfach mal als Will. Das wäre schon ziemlich geil. Das wäre schon ziemlich geil, wenn ich als Will gegen die Vampire kämpfen würde. Denn mit dem Sliden mache ich sehr, sehr viel Schaden. Und bin in dem Moment unverwundbar, wo ich, ja, treffe. So, alles klar. Pack mal die Rama-Statuen aus. So, du hältst die Rama-Statue hoch. Okay, die sitzt. Sieht aus wie ein Vogel. So, da ist die Rama-Statue hoch und zack. Oh, jetzt geht's ab. Safen. Obwohl, es geht doch gar nicht ab. Die Statue, die Stätte scheint der Friedhof der Leute von Mu gewesen zu sein. Okay. Bevor ich das mache, will ich erstmal das Ding wieder abschicken. Okay. Ich will kurz gucken, wo es hingeht, wenn ich wieder zurückgehe. Okay, ich komme direkt dann dahin. Hä? Ah, alles klar, verstehe.
dachte ich, hätte ich jetzt einen GameStopper. Das wäre nicht so gut gewesen. Okay, das ist ein sehr geräumiger Raum, wie man sieht. Okay. Was bist du? Ich bin Rama, der König von Mu. Meine sterbliche Hülle ist längst verfault, doch mein Geist lebt. Viele Seelen längst Verstorbener umgeben uns. Kannst du sie sehen? Ja, kann ich, glaube ich. Einst kam ein gewaltiger Lichtstrahl vom Himmel. Alle dachten, es wäre ein Zeichen der Götter. Ein Jahr danach veränderten sich unsere Körper. Manche wurden zu Stein, andere schmolzen, platzten oder verfaulten. Die platzen. Genau wie die Gegner immer. Familie und Freunde wurden vor unseren Augen zu Monstern. Es war ein schwerer Schlag für uns. Okay. Immer von oben nach unten gehen. Für viele gab es nur eine Lösung. Flucht. Doch Mu ist eine Insel. Und wir wussten nicht, ob es noch andere Lebensräume gibt. Außerdem hatten wir keine Materialien, um ein Boot zu bauen. Ja, verzweifelt. Viele sahen keinen Ausweg mehr, wenn es nur so weitergegangen wäre. So, letzte Seele. Also beschloss man, einen unterirdischen Gang zu graben. Egal, wie lange es dauern würde. Ja, diesen Gang sollten wir uns merken. Denn das ist der Weg in die Zivilisation zurück. Gut, reden wir nochmal mit Rama. Der Unterwassertunnel befindet sich im Inneren. Nimm diese Statue an dich. Ja. Aber natürlich ist das erstmal mit einem Kampf verbunden. Dritte Statue. Wir haben die Hälfte des Spiels hinter uns. Kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Okay, dann gehen wir nach oben und jetzt kommt der nervigste Boss aller Zeiten. Kurz speichern, nicht aller Zeiten, aber dieses Spiels. Wie ich sie hasse. Okay, das ist eine Riesenbombe, wie man sieht. Erik, hilf mir doch. Vampir. Du hast die Statue gefunden. Der Fremde kam mir gleich merkwürdig vor. Wir taten gut daran, ihn gehen zu lassen. Vampirella. Weißt du es nicht, der nach seinem Blut gelächzt hat? So wie du immer nach Blut lächzt, wenn du junges Fleisch riechst. Deine Gier bringt uns noch ins Grab. Vampir. Du bist nicht viel besser. Doch warte, dies ist nicht der Ort und Zeitpunkt, sich zu streiten. Lass uns zunächst die Statue holen und dann das Blut. Okay, die Sache ist, diese Bosse haben ein Zeitlimit, die muss man so schnell besiegen, wie es geht, ansonsten explodiert die Bombe. Und das wäre nicht so gut. Also, los geht's. Und slide rein. Was? Hat nur einen Schaden gemacht? Einen Schaden? Was? Ernsthaft? Oh, das ist nicht gut. Okay, hau mal drauf. Und, ist da nochmal rein? Oh Gott, hält die viel aus. Ist das euer Ernst? Oh, das ist Kacke! Fuck. Oh Mann. Ich glaube, ich sollte doch eher den guten Kollegen benutzen. Eieieiei, hauen die rein. Okay, und slide rein. Oh Gott, das halte ich doch niemals aus. Scheiße. Ich muss einen Heiltrank benutzen. Gut. Was? Ja, bitte. Danke und hau rein. Das ist echt scheiße. Oh, fuck, ich muss weg. Scheiße, ich bin tot. Ja, vielleicht sollte ich dann doch die als jemand anders machen. Scheiße. Ja, gut, dann werde ich dann doch nochmal kurz zum Frieden. Scheiße. Macht den nur einen Schaden, auch mit dem Slider? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Von daher, ja gut. Dann nehme ich dann doch eher die Möglichkeit an, dass ich mehr Schaden mache eventuell. Und, naja, und so weiter und so fort. Scheiße. Ich kann mich hier nicht verwandeln. Fuck. Ja. Gut, dann muss ich jetzt nochmal gucken, wo die Statue war für Frieden. Scheiße. Die könnte jetzt ganz schön weit weg sein. Ich hoffe dass sie weit weg ist. Oh, ist das nervig. Oh, wo war denn die Statue nochmal?
Oh, ist das kacke. Das ist immer so mit so viel Laufen verbunden. Das ist echt dämlich. Okay, und slide durch. Ich kann mich doch erinnern, dass ich hier auch noch als Freedom gekämpft habe. Von daher muss hier irgendwo in der Nähe die Statue sein. Ja. Ja, vielleicht hier irgendwo. Ja. Weit kann es nicht mehr sein. Oder vielleicht doch. Leute, ich habe keine Ahnung. Wisst ihr das eigentlich? Ich könnte jetzt einen Spieleberater nachgucken, aber ich will nicht für jeden Scheiß in den Spieleberater reingucken. Eigentlich nur für die Juwelen, weil das ist wirklich eine Sache, die ich aber nicht verpassen möchte. Und ja. Ich glaube, hier war ich immer noch Freedom, als ich noch... Ja, ich glaube, hier war doch irgendwas, oder? Fuck. Ich bin auf jeden Fall hier auch mal zu Freedom hochgelaufen. Verdammt, wo war die scheiß Statue? Ist das nervig. Sorry, Leute, ich wollte eigentlich in diesem Part die Vampire besiegen. Wird wohl doch etwas anders diesmal. Scheiße. Hier war doch irgendwas, oder? Ach, scheiße. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich guck doch mal kurz den Spielebreiter nach. Bis gleich. Ah, da bin ich wieder. Ich bin eigentlich schon sehr, ziemlich nah. Ich muss hier runter. Hier unten runter. Und dann hier links entlang. Kann da wunderbar durchsliden. Na, vielleicht auch nicht so gut, aber ist sowieso egal, weil ich mich hier wieder heilen kann. So, dann hoffe ich mal, dass ich mit Freedom ein bisschen mehr Schaden austeile. Weil ihr merkt, die Vampire sind sehr, sehr hart. Sobald einer tot ist, ist es schon mal viel leichter. Aber die beiden zusammen ist echt mies. Warum speichere ich hier gerade? Ach komm, ist doch egal. So. Dann hoffe ich mal, dass ich mit Dark Friar auch gut was Schaden austeilen kann. So, und durch. Sehr gut. So, und jetzt nochmal den Weg zurückfinden, den ich gelaufen bin. Wenn ich nochmal wüsste, wie da war, wäre das ja gar kein Problem, aber na gut. Ach, du dämliches Drecksteil. Hau doch ab, hau doch ab, hau doch ab. Und bin ich hier lang gegangen? Moment mal. Ich glaube nicht, oder? Ach, ich bin immer so dämlich. Ich glaube, ich muss hier entlang. Und unten dann lang. Ja, ja, hier bin ich lang gelaufen. Ja, 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 ja. Alles klaro. Dann sind wir nochmal zurück zu den Vampiren. Oh Leute, ich schau da kurz raus. Bis gleich. So, da bin ich wieder, Leute. Und jetzt nochmal die blöden, verdammten Vampire. Aber diesmal als Freedom. Mal gucken, ob... Ja, ich nehme auch auf. Ja, das ist immer wichtig, das auch zu checken, weil ansonsten... Ja, mir ist schon mal passiert, dass ich eine Aufnahme verkackt habe. Und das war nicht so gut, Leute. Also, weiter geht's. Und jetzt sind sie dran. Jetzt sind sie dran. Aufladen und Feuer. Okay, ich mache 2 Schaden. Schon deutlich besser. Oh ja, oh ja, oh ja. So, mag das zu gefallen. Okay, okay, komm her. Komm, triff, 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 triff. Okay. Ja, mein Handy vibriert gerade wie sonst was. Das ist ziemlich scheiße. Oh, lauf ab. Ah, scheiße. Das Handy ist mir gerade ein bisschen egal. Komm, jetzt muss ich den Typen umhauen. Komm schon. Alter. Wenn der weg ist, ist viel getan. Oh nein. Ich habe jetzt nicht gelesen, was da jetzt war, aber... Ihr könnt ja wieder pausieren und nachgucken. Ach, es ist echt dämlich, dass man es dann nicht mehr nachlesen kann. Ja, die müsste ich jetzt locker besiegen. Hoffe ich doch zumindest. Ja, das war's. Alles klar. Gut. Wir wandeln uns zurück. Und befreien unseren Freund. So. Und runter zur Bombe. Mal gucken, ob wir die lösen können. Die Bombe hat 2 Zündschnüre. Eine rote und eine blaue. Welche willst du zerschneiden? Die rote natürlich. Auf jeden Fall die blaue. Ich weiß gar nicht, was das Richtige ist. Ich will jetzt auch keine Kacke bauen. Weil man kann es hier wirklich vertun. Und ich guck mal lieber nach, Leute. Jetzt ernst. Konzentrieren. Ja, so Moment, Leute. ich weiß gar nicht, was ich... Ich sag einfach mal die rote. Die rote ist zerschnitten. Ach, Gott sei Dank. Ach, alles klar. Will, ich habe die Bombe entschärft.
Erik. Gerettet! Lilly spricht aus seiner Tasche. Es tut mir leid, Will. Ich konnte nichts machen. Meine Knie zittern immer noch wie Espenlaub. Ich war wie versteinert. Eigentlich bin ich nicht feige, doch wenn es brenzlig wird, entschuldige, dass ich so lange in der Tasche war. Naja, ist ja gut. Verrate lieber, denn dass Will sich verkleidet hat. Achso. Okay. Ja, dann... Okay. Was kommt denn da? Alle sind da. Will, geht es dir gut? Lilly ist nicht zu sehen. Was ist geschehen? Hier bin ich. Die ist gerade auf mir drauf. Okay, alles klar. Okay. Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen machtet. Will hat mich beschützt. Kara dreht sich weg. Siehe da, Will wird langsam aber sicher erwachsen. Das ist jetzt unwichtig. Lass uns lieber überlegen, wie wir von hier wegkommen. Gute Idee. Von jemandem namens Rama haben wir einiges gehört. Will erzählt alles, was geschehen war. Eine traurige Geschichte. Das arme Volk. Eine Hälfte ertrank, die andere floh durch den Unterwassertunnel. Vielleicht schaffen wir es durch den Tunnel bis zum Festland. Prima Idee. Lass uns von hier verschwinden. So. Seetunnel. Und das ist die Stelle, Leute, an dem ich den Part beenden werde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.